2007 kam es in Chicago zu einer merkwürdigen Studie. 209 Frauen und Männer sollten von der Zahl 8258 im Kopf immer wieder 7 abziehen und das Zwischenergebnis aussprechen. 8251, 8244 und so weiter. Neben ihnen saß dabei ein Versuchsbegleiter, der ihre Leistung bewerten sollte und durch manipulative Techniken Ängste, Unruhe und Wut in ihnen auslösen wollte. So trieb er sie mit lautstarken Kommentaren an, wie "Komm, jetzt gib dir mal mehr Mühe" oder "Du musst schneller machen". Doch jetzt der Clou. Die Teilnehmer wurden, ohne es zu wissen, in 3 Gruppen eingeteilt. Der ersten Gruppe wurde vor dem Experiment gesagt: "Geh mit aufkommenden Emotionen so um, wie du möchtest, aber versuche nicht, sie zu verstecken und versuche nicht, nicht an sie zu denken." Der zweiten Gruppe wurde gesagt: "Unterdrücke deine Emotionen und versuche, nicht an sie zu denken und sie aus deinem Geist herauszudrücken." Und der letzten Gruppe sagte man: "Zeige deine Emotionen nicht nach außen, sodass niemand erkennt, was du gerade eigentlich fühlst. Verstecke sie also und tu so, als ob du gerade nichts Besonderes fühlst." So, und das taten sie dann. Sie drückten ihre Emotionen entweder frei aus und zeigten ihre Unruhe und auch Wut, oder sie unterdrückten sie, ohne sich was anmerken zu lassen. Nach 3 Minuten Kopfrechnen unter diesen 3 verschiedenen Bedingungen wurde ihnen dann urplötzlich eine große Schüssel mit Eiswasser vorgesetzt und sie wurden angewiesen, ihre Hände, solange sie nur können, in die eiserne Kälte zu halten. Was glaubst du, wer wohl länger dem Schmerz standhalten konnte? Expressionisten, Unterdrückern oder Verdrängern? Damit wir die Ergebnisse interpretieren können, schauen wir uns erstmal an, welche unterschiedlichen Strategien gibt es eigentlich beim Umgang mit Emotionen. In der Psychologie nennen wir das Emotionsregulation. Im Idealfall ist sie adaptiv, was bedeutet, dass deine emotionalen Reaktionen so sind, dass sie zu positiven Endergebnissen führen. Beispiel: Du wurdest gefeuert und bekommst erstmal viel Angst, wie es denn nur weitergeht, schaffst es danach aber, die Situation neu emotional zu bewerten. Zum Beispiel erkennst du mit einem freudigen Gefühl, dass du eigentlich sowieso unzufrieden warst und endlich nun motiviert nach der einen Sache suchen kannst, die du wirklich tun möchtest. Doch wir Menschen, sicherlich auch du und definitiv auch ich, reagieren oft nicht so bilderbuchmäßig. Wir unterdrücken oder vermeiden Gefühle, grübeln unendlich lang nach über ein und dieselbe Sache. Wir kritisieren uns selbst oder wir haben übermäßige Ängste und Wut und es staut sich immer irgendwas an und das alles führt nicht wirklich zu einem positiven Endergebnis. Maladaptive Emotionsregulation nennen wir das dann. Das heißt, dass wir irgendwie in Anführungszeichen falsch mit Emotionen umgehen, was uns laut Wissenschaft krank und depressiv macht. Immer wieder zeigen Studien, dass das Unterdrücken von Emotionen zu mehr psychischem Leid führt. Und dazu gehören auch Schlafprobleme, nicht zur Ruhe kommen können, ständig unter Strom zu sein, Unzufriedenheit, Zeitdruck, Selbstzweifel, Faulheit, sich orientierungslos fühlen, nur am Rennen sein, ein geringes Selbstvertrauen haben oder alle möglichen Ängste. Das Leben scheint dicht zu spielen und nicht andersherum. Zusammengefasst heißt das, wir erleben ziemlich viele unangenehme Emotionen, die immer wieder kommen, die uns immer wieder heimsuchen. Und Achtung, das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen. Leiden bedeutet nicht, Unangenehmes zu erfahren, sondern Leiden bedeutet, dass das Unangenehme bleibt. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich übernehme gerne viel Verantwortung. Wirklich viel, viel Verantwortung. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich es nicht mache, dann macht es niemand. Und das ist eine ganz schöne Last zugegeben, so zu denken und so zu fühlen. Ich mache mir oft viel Druck, bin gestresst und fühle mich oft so ein bisschen geistesabwesend in meinem Kopf. Also alles eher Unangenehmes, das bleibt. Es kommt immer wieder und immer wieder. Doch warum tut es das? Warum sollte der Mensch so sein? Evolutionär wäre das ja nicht gerade ein Vorteil gewesen, dass es uns die ganze Zeit schlecht geht. Es gibt eine interessante Theorie, die beschreibt, wieso es trotzdem dazu kommt. Einflussreiche Psychologen wie Carl Rogers oder Sigmund Freud bezeichnen Leiden als ein Symptom unausgedrückten Schmerzes. Leiden ist demzufolge steckengebliebener Schmerz. Da passt auch das bekannte Zitat von Carl Gustav Jung sehr gut. "What you resist, persists." Zu Deutsch:
wogegen du dich wehrst, wird bleiben. Doch eben in einer, ja, in einer nicht so eindeutigen, verzerrten Weise. Beispielsweise in Form von Depressionen, Selbstzweifel, Ängste und so weiter. Aber wie genau kommt es dazu? Weil eigentlich sind Emotionen ja kurzweilig. Studien zeigten, dass Emotionen zwar unterschiedliche lang andauern, aber eigentlich nur kurz, maximal Minuten anhalten sollten. Länger anhaltende Emotionen konnten mit einem hohen Level an Grübelei assoziiert werden, was dann wiederum mit Leiden assoziiert ist. Machen wir mal den Test so. Komm, wir testen mal. Du kannst dich jetzt einfach mal selbst fragen, was fühlst du eigentlich zu oft oder wie geht es dir eigentlich zu oft? Welche Emotionen würdest du am liebsten loswerden? Wo ist deine Toleranz am Ende? Spannenderweise spielt deine Schmerztoleranz eine riesige Rolle beim Umgang mit Emotionen, was uns jetzt endlich, du hast darauf gewartet, wieder zurück zur Eiswasserstudie bringt. Machen wir es kurz. Das Ergebnis: Die Versuchsteilnehmer, die ihre Emotionen frei ausgedrückt haben und nichts versteckt haben, konnten ihre Hände signifikant länger im Eiswasser halten als die Unterdrücker und Verdränger. Es wurde gezeigt, dass weggedrückte Emotionen trotzdem noch bleiben und sich sozusagen zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein verstecken. Und genau das, dieser Fakt, vergrößerte die Schmerzwahrnehmung. Und umso mehr Emotionen weggedrückt wurden, umso schmerzempfindlicher wurden die Leute. Was wir daraus ableiten können, ist, dass Leute, die generell viel aushalten im Leben und womöglich seit Jahren oder Jahrzehnten psychisches Leid auf sich nehmen, ohne es wahrscheinlich selber zu bemerken, dass sie das tun, vor allem eins haben: eine geringe emotionale Schmerztoleranz. Folglich haben Menschen mit einer hohen emotionalen Leidenstoleranz eine geringe emotionale Schmerztoleranz. Und im Umkehrschluss haben Menschen mit einer hohen emotionalen Schmerztoleranz, die das also gut aushalten können und die Emotionen alle fühlen können, weniger Notwendigkeit für emotionale Leidenstoleranz, denn per se leiden sie weniger. Ich möchte es hier jetzt nochmal ganz klar sagen. Wenn du deine Emotion unterdrückst, wirst du leiden. Und wenn du leidest, dann unterdrückst du wahrscheinlich gerade unterbewusste Emotionen. Logisch, ne? Und leiden heißt nicht, traurig oder ängstlich zu sein oder sich schlecht zu fühlen. Leiden heißt, wenn unterdrückte Emotionen wie so eine Art emotionale Unterströmung an der Grenze zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein sich entlangschlingen. Und oft bemerken wir das gar nicht, weil wir uns ja die ganze Zeit im Leben so ablenken. Mit Drogen, Arbeit, Erfolg, Glücksspiel, Essen, Menschen, Gedankenschleifen, Unruhe, alles. Alles nur dazu da, dass wir nicht mal wirklich in die Stille kommen und wahrnehmen, was gerade wirklich in uns vorgeht. Denn was dann passieren würde, wäre, dass diese emotionale Unterströmung an die Oberfläche des Bewusstseins treten würde. Wie ein Geysir, der nur darauf wartet, endlich auszubrechen. Doch das kann erst passieren, wenn wir bereit sind für den einzigen Weg heraus. Und der einzige Weg heraus ist der Weg hinein. Tut mir leid, aber einfach so kommen wir da nicht raus. Die Lösung für emotionales Leiden wie übermäßiger Stress, Ängste und Selbstzweifel, Orientierungslosigkeit, Gefühle von Gefangenheit und Sinnlosigkeit und was es sonst noch gibt, ist also heruntergebrochen: den Emotionen Ausdruck zu geben, die sich irgendwo im Grenzgebiet zwischen den Ländern Bewusstsein und Unterbewusstsein verirrt haben. Und damit ist das Problem gelöst. Sollte man meinen. Doch es gibt auch Teile in dir, Beschützer in dir, die dich lieber im Leiden halten wollen, anstatt den emotionalen Ursachen auf den Grund zu gehen. Doch es gibt verschiedene Ansätze, damit umzugehen, um diesen inneren Konflikt zu lösen. Einer davon heißt IFS. Das interne Familiensystem. Das basiert auf der Vorstellung, dass unser Geist, unsere Psyche aus verschiedenen Teilpersönlichkeiten besteht, die jeweils eigene Bedürfnisse, Gedanken und Gefühle haben. Klingt ein bisschen nach Schizophrenie, aber bleib bei mir. Und weil diese Teile in uns sich in die Haare kriegen untereinander, stecken wir so oft in unseren Emotionen fest, ohne es wirklich zu merken. Also weil wir keine Klarheit haben, was wir eigentlich wirklich wollen, weil es ja verschiedene Dinge gibt, die verschiedene Sachen wollen in uns. Und bei IFS werden diese verschiedenen Teile dann identifiziert, Verständnis für sie aufgebaut und Verletzungen aufgearbeitet, damit sich innere Konflikte nachhaltig harmonisieren können, damit wir uns sozusagen von uns selbst wieder
so auseinander befreien können. Denn ja, wenn wir mal ehrlich sind, das eigentliche Problem, das wir haben, liegt immer irgendwo in uns drin. Das ist nicht da außen, das ist in uns drin. Ich persönlich habe 2022 angefangen, mit IFS intensiv zu arbeiten und mein Leben hat es extrem zum Positiven verändert. Es ist wie eine neue Art zu denken, so wie man fühlt und ja, eine neue Art Mensch zu sein, sich selbst zu sehen, was man ist. Das erste Mal habe ich das bei einer Session mit einer Psychotherapeutin gemacht, um ja mein besagtes Verantwortungs- und Stressproblem, um damit irgendwie besser klarzukommen. Und ich konnte dadurch das erste Mal wirklich fühlen, auf welchem inneren Konflikt dieser übermäßige Druck eigentlich beruht. Und dadurch konnte ich heute einen neuen Umgang damit finden. Ich kann viel besser mit Stress umgehen, weil ich genau weiß, was die wahre Botschaft sozusagen von diesem Stress ist. Ich konnte ein Frühwarnsystem dafür entwickeln. Das geht nicht einfach weg, ne? Darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, Emotionen wegzukriegen, sondern erkennen, wann sie zu leiden werden, um dann eingreifen zu können, bevor es zu schlimm wird. Und genau deshalb wurde das IFS auch fester Bestandteil unserer Methode bei Unlock Yourself. Denn was wir tun wollen, ist, Emotionen wieder cool zu machen, sie zu erlauben und Menschen einen neuen, funktionierenden Weg aufzuzeigen, aus ihrem Leiden herauszukommen. Was wir damit tun wollen, ist die Lücke quasi schließen, die wir unserer Ansicht halt haben. Es gibt eine Lücke so zwischen Therapien und Coaching. Da gibt es auch einen Weg dazwischen, um Menschen dabei nahbar zu begleiten, im Leben anzukommen, bei sich selbst anzukommen. Also mit adaptiver Emotionsregulation, das eben in sich zu finden, um jetzt mal ganz psychologisch vorbildlich zu sprechen. Schau da gerne mal bei uns auf der Website vorbei, wenn du dich für unsere Methode interessierst. Ja, die Emotionen. Wir alle haben sie, aber so richtig durchgespielt hat sie bisher niemand. Schreib doch mal in die Kommentare, was deine größte Erkenntnis in Bezug auf Emotionen in deinem Leben war. Meine war auf jeden Fall, dass Emotionen zu unterdrücken zwar irgendwie hilft, aber das Leben auch unlebendiger macht. Falls du noch mehr Lust auf solche Informationen rund um diese Thematik hast, dann habe ich jetzt noch dieses Video für dich, bei dem ich dir zeige, wie du jedes Verhaltensmuster emotional verändern kannst. Ich danke dir fürs Zuschauen und sehe dich beim nächsten Mal wieder hier bei Set und Setting und Unlock Yourself, dein Jascha. Und ja, das war's. Tschüss.